Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Heute möchte ich euch dieses iPhone Case hier vorstellen. Das kommt von Isonaut. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das Ganze ist hier so aus leichtem Metall. Made in Germany, für alle, für die das wichtig ist. Vielleicht auch so ein bisschen Lokalitäten immer zu unterstützen. Ihr seht, das ist hier mehr oder weniger so ein Rahmen, der auch hier teilweise hinten mehr Schutz hat. Zum Beispiel die hier die Kamera, sehr schön geschützt, natürlich nur in der Dicke dieses Rahmens. Hinten haben wir aber frei für den Bereich des Apple-Logos oder auch wenn man andere Logos da hat, das sehen wir ja gleich nochmal. Und vorne haben wir hier natürlich das ganze Display frei an den Seiten. Hier die Aussparung für die diversen Knöpfe oder hier den Kopfhöreranschluss und so weiter und so fort. Aber bei den Knöpfen, das zeige ich euch gleich, das ist ein bisschen eng. So, wie kommt man das iPhone da rein? Einfach von oben reinschieben und dann sitzt es schon. Zack. Das ist eigentlich schon theoretisch gewesen. Mitgeliefert werden aber noch hier diese beiden Gummiringe. Die sollte man auch anlegen. Dafür gibt es hier diese extra Läufe. Ihr seht übrigens hier bei mir, ich habe ja eine spezielle Rückseite, deshalb hier kein Apple-Logo zu sehen, aber mein Logo hier. Die Kamera ist ausgespart, das seht ihr hier. Auch hier der SIM-Kartenschlitz ist komplett zu erreichen. Hier unten natürlich auch alles für jeden zu erreichen. Und hier die Knöpfe, da sehen wir es nochmal. Das Ding ist einfach, also ich würde mal behaupten, ich habe ein bisschen dickere Finger. Und da kommst du einfach mit den Fingern nicht mehr ran. Und musst wirklich mit dem Nagel drücken. Das finde ich so ein bisschen, naja, nicht so gut gelungen. Hier oben ist kein Problem. Da guckt das iPhone weit genug raus. Das sollte hier es gewesen sein. Hier nochmal so ein Eindruck vielleicht, wie es ist, wenn es an ist. Jetzt legen wir aber noch ganz kurz hier die Ringe an. Dazu einfach hier die da drüber legen und so ein bisschen spannen natürlich. So, erster Ring wäre angelegt. Und jetzt noch ganz fix den zweiten. Das dient einfach dazu, dass das iPhone auf keinen Fall mehr rausrutschen kann. Denn oben ist ja, ihr habt es gesehen, oben ist es offen. Na, hier. So, oben ist es offen und mit diesen Ringen, die man auch dann nicht mehr sieht. Wirklich, es ist ja so, man sieht sie einfach nicht, weil sie ja auch schwarz sind und sehr, sehr dünn. Und hier genau in diese Einführung passen mit diesen Ringen. Tja, kann auch das iPhone dann nicht mehr hier oben rausfallen. Das ist ein ganz schöner Schutz, der auch nicht allzu dick macht. Ein bisschen breiter natürlich, das ist spürbar, aber nicht wirklich dicker. Und man kann es überall jetzt drauflegen und rumschrabben. Das ist auf jeden Fall da sehr geschützt und natürlich auch, sollte es mal auf die Seiten, auf die Kanten fallen. Dafür ist es perfekt. Das Display ist frei, da kann man ja, wenn man sagt, okay, ich möchte das auch noch schützen, vielleicht eine Displayfolie drüber machen. Hinten, gut, hier immer frei. Ich weiß auch nicht, wie gut das wäre, wenn das wirklich jetzt hier komplett geschützt ist. Kameras frei, alles andere frei. Nur die Knöpfe, wie gesagt, kann man meines Erachtens nur mit Fingernagel oder mit Kinderhänden erreichen. Aber ansonsten, es tut seinen Zweck. Es ist sehr schönes, stabiles Material. Und ja, für alle, für die das interessant ist, ist es absolut zu empfehlen. Ja, das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, wenn es wieder heißt Technikobst auf YouTube. Tschüss und bis dann.